warum ich mit diesem 32 Zoll großen Smart Display von LG im Bett gelandet bin und ob daraus mehr als nur ein One-Night-Stand wurde, das zeige ich dir in unserem Praxistest. Sucht man als Apple-User ein zweites Display, das hübsch und bezahlbar ist und dann vielleicht auch noch AirPlay und Smart-TV-Funktionalität besitzt, ja, dann wird die Luft schnell dünn. Allerdings, LG hat jetzt mit dem MyView 32 Zoll ein Gerät herausgebracht, das rund um Happiness verspricht. Konkret bedeutet das, schickes Design, passt perfekt zum Apple, ein 32 Zoll Display mit matter Oberfläche, die unterstützte Auflösung liegt bei Ultra HD, das entspricht ca. 4K, und es ist noch ein Smart TV integriert, der komplett unabhängig funktioniert und mit dieser Fernbedienung ganz einfach gesteuert wird. Den Anschluss an den Mac, den bekommt das Display über USB-C-Kabel oder drahtlos und ganz ohne Kabelsalat per AirPlay. Und der Preis, der ist tatsächlich heiß, denn der liegt bei ca. 380 Euro. Wir haben das Gerät in der MacLife-Redaktion auf Herz und Nieren getestet und selten hat uns ein Gerät so in Sachen Preis und Leistung überzeugt wie dieser LG MyView 32 Zoll. Er hat von uns daher auch wirklich berechtigt das Testsiegel gut erhalten und ich würde sagen, schauen wir uns das Gerät jetzt einfach mal im Detail an. Hübsche Keilform beim Gehäuse, hinten ist der Standfuß eingeklickt. Mit wenigen Handgriffen ist der übrigens abmontiert und man kann das Display an jeden VESA-Mount befestigen. Das ist dann sinnvoll, wenn man in Sachen Höhe oder Neigung flexibler sein möchte, als es der mitgelieferte Standfuß zulässt. Der Anschluss zum Mac klappt über USB-C oder noch besser kabellos per AirPlay. Letzteres kann übrigens selbst das mindestens fünfmal teure Apple Studio Display nicht. Geklickt, getan, die Verbindung steht und ist auch via AirPlay absolut ruckelfrei. Das Display selbst ist erwartungsgemäß bei einem Gerät dieser Preisklasse jetzt nicht High-End, aber absolut in Ordnung. Auch die Farbwiedergabe ist überraschend gut. Der DCI P3 Farbraum wird auch mit 90% abgedeckt. Uns hat gefallen, dass LG hier zudem ein mattes Display verbaut hat. Reflexionen gibt es da nicht. Die Auflösung mit Ultra HD ist nahezu 4K. Praktisch ist übrigens auch im Betriebsmodus als Monitor, dass ich die Einstellungen statt über fummelige Tasten am Gehäuse einfach mit der Fernbedienung erledige. Wie gesagt, das Display kann nicht nur Bildschirm, sondern auch Smart TV, ganz unabhängig vom angeschlossenen Computer. Und das macht es zu einem perfekten Hybridgerät und tatsächlich nicht nur Office, sondern auch betttauglich. Tagsüber arbeiten, abends dann Streaming, easy. Vor allem, dass hier eine Fernbedienung mit beigelegt wird, ist ziemlich charmant. Die Benutzeroberfläche webOS 22 bietet wenig Überraschungen und ist leicht zu bedienen. Man muss natürlich die Zugangsdaten der Streaming-Anbieter angeben und dann kann es auch schon losgehen. Apple TV und Apple Music sind übrigens als Apps hier verfügbar, Netflix sogar als separate Taste. Ich persönlich finde das deutlich praktischer als über den Mac und im Browser zu streamen, vor allem kommen beim gemütlichen Binge-Watching halt definitiv keine WhatsApp oder andere Störenfriede durch. Wird's jetzt tatsächlich mehr als nur ein One-Night-Stand? Von meiner Seite aus ein klares Ja. Der LG MyView 32 Zoll, der hat das Zeug zur Langzeitbeziehung. Für rund 380 Euro bietet er wirklich eine Komplettausstattung und konnte bei uns im Test daher auch mit einem gut abschneiden. AirPlay ist an Bord, ein kompletter Smart TV ist mit drin, es gibt eine separate Fernbedienung und mit dem Design, da geht LG ganz schön auf Kuschelkurs mit jedem Mac-User, denn das Teil macht eine richtig gute Figur neben jedem Mac. Wie bei jeder Beziehung muss man auch hier einen kleinen Kompromiss eingehen, in diesem Fall mit dem vielleicht etwas unflexiblen Standfuß und der Benutzeroberfläche, die nicht ganz so fix reagiert, wie man sich das vielleicht vorstellen oder wünschen würde. Aber unterm Strich, der LG MyView 32 Zoll ist ein perfektes Hybridgerät sowohl fürs Büro als auch fürs Wohn- und Schlafzimmer und bekommt von unserer Seite aus daher eine klare Empfehlung.